Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Gestern haben wir uns das Motorrad gekauft und dann angefangen an der Basis zu bauen. Ich habe die Nacht noch etwas genutzt. Ihr seht, mein kleiner Balkon oder Erker, den ich da dran gebaut habe, den habe ich schon mal ein klein wenig gefüllt, habe ihn verstärkt, habe also die Rahmenform zu Holz umgewandelt. Ich habe hier drüben ein bisschen angebaut, weil ja hier meine höher gelegte Garage hin soll. Da muss dann noch da drüben irgendwie eine Rampe, ein Tor und so weiter hin. Und ich habe festgestellt, dass dann wohl doch die eine blaue Fichte im Weg steht. Von unten sieht es weniger spektakulär aus. Das ist einfach nur eine große Fläche. Und wie ich sehe, habe ich zwei Formen vergessen zu verbessern. Das können wir schnell noch mitmachen. Das habe ich in der Nacht offensichtlich nicht erkannt. So. Gut. Also wie gesagt, das ist mein Erker, wo mein Wohn- und Kochbereich rein soll. Hier drüben die Garage und den Rest als Werkstatt. Und obendrauf aufs Dach dann auf jeden Fall ein bisschen was zum Anpflanzen, ein paar Pflanzkübel. Ich brauche natürlich auch noch Platz für Stromerzeugung etc. Und für Lagerfläche, da glaube ich, dass ich ein bisschen zu klein angefangen habe. Vielleicht muss ich das alles dann noch in diese Richtung hier, also in diese Richtung verlängern. Aber das wird dann entstehen beim Bauen. Das Holz habe ich fast komplett aufgebraucht, wie man sieht. Und ja, als nächstes fahren wir zum Händler. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir heute eine Tier 3 Mission machen. Und nebenbei eben auch ein bisschen Baumaterial sammeln und was es halt so gibt. Der Händler macht kurz nach 6 Uhr auf. Mit dem Motorrad sind wir natürlich wahnsinnig schnell jetzt hier unten auch. Und da muss ich tatsächlich noch ein bisschen warten. Die Zeit kann ich ja nutzen, um ein bisschen was noch mitzunehmen an Material. Den Stahlsperr habe ich mich entschieden. Jetzt macht der Hund auf. Aber gerne. Bei dem Stahlsperr habe ich mir überlegt, den werde ich wohl verkaufen. Ich glaube, mit dem Knüppel sind wir jetzt besser unterwegs. Und dann habe ich gesehen, dass meine Pistole relativ weit abgenutzt ist. Guten Morgen. Ja. Bringt zwar jetzt nicht so viel. So, die Pistole ist relativ weit abgenutzt. Da muss ich dann mal dafür sorgen, dass ich die repariere. Aber ich habe die unendliche Hoffnung, dass ich auch mal irgendwann wieder, wieder neue Waffen finde. Gut, was haben wir an Aufträgen? Vergrabene Vorräte haben wir zweimal. Wir könnten mal ein bisschen buddeln, da bekommen wir Sand. Brauchen wir jetzt noch nicht. Und diese Mission. Household Bungalow 11, dann schauen wir uns das mal an. Es ist eine Tier 3 Mission, da muss ich ein bisschen vorsichtig machen. Ich denke aber, wir sind gut gerüstet. Und da fahren wir mal hin. Und je nachdem, wie wir durchkommen, können wir dann vielleicht noch ein paar Handgriffe an der Basis machen oder ich gucke mal, dass ich noch ein bisschen mal Baumaterial ranbekommen. Das hängt ein bisschen davon ab, was wir dort alles im Gebäude vielleicht auch abbauen können. Und was es an Belohnungen gibt. Es ist Tag 18, das heißt, es ist auch noch ein bisschen hin bis zum nächsten Blutmond. Wir haben also jede Menge Zeit. Gut, hier kommst du nie so richtig durch. Da musst du mal gucken, dass du da einen Weg findest. Das war das Motel, ne? Das hatten wir gestern oder vorgestern. Ja. Und da hinten steht unser nächstes Missionsziel. Da fahre ich mal hier außen rum. Gut.
Hunger, Durst hat er gerade nicht, habe ich aber auch alles dabei, wenn es notwendig sein sollte. Und dann geht's los. Ohne lange zu fackeln. Wo müssen wir hin? Hier ist zu, dann geht's wohl hier hoch. Die Tasche ist unten irgendwo. Hier drinnen. Er ist auch zu. Okay, dann kommen wir von oben rein, offensichtlich. Decke unterm Schrägdach ist sehr ungemütlich. Toilette unterm Schrägdach ist sehr ungemütlich. Die Blechdose nimmst du mit, aber den Knochen brauchst du nicht. Schade, kein sinnvolles Buch dabei. Jetzt musst du erst darüber, wenn dann doch hier irgendwo. Na gut. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Da ist ein Geier gerade gestartet. Kommst du zurück? Gut, dann nicht. Guten Morgen, liebe Hausbewohner. Das sind hier drei Gebäude. Da wird uns schon bestimmt gleich etwas überraschen. Oh. Hallo? Jetzt. Oh. Hier ist zu. Verdächtig ruhig, das macht mir eigentlich Angst. Weil das heißt, dass dann möglicherweise irgendwo dann tatsächlich eine größere Menge auf einmal zu uns kommt. Na gut, der Herausforderung müssen wir uns stellen, das hast du so gewollt. Na hallo? Kommst du zu mir? Nein, nicht die Treppe kaputt machen. So. Pfeilspitzen. Da brauchst du doch noch ein paar hoch. Ein paar Federn, dass du dir die bauen kannst, die Pfeile. Eisenpfeile waren das, ne? Ja. Zu bauen. Du kannst dich nicht immer umdrehen können. Wenn du so langsam bist, kann ich es auch nicht ändern. Das ist ein schönes Mod. Das strukturelle Klammermod. Da kannst du dir mal überlegen, wo du das reinbaust. In die Schaufel. Klauenhammer hast du noch einen zu Hause. Verringert nämlich die Abnutzung. Und in der Keule im Stahlknüppel kannst du es gerade nicht anbringen, da hast du schon zwei andere Mods. Gut. Was zu essen kannst du immer gebrauchen.
habe ich da draußen. Ach, das hast du schon. Du brauchst das nicht mitnehmen. Da draußen was gehört. Da versuchst du dich durchzuboxen. Na dann mache. Hier nimmst du nicht mit. Gut. Dann. Autsch, geht's wohl im Keller runter. Glas kannst du gleich hier lassen. Das hat einen lauten Klang gegeben. Stahlknüppel auf Stahlhelm. Getränke. Das war, glaube ich, Bier. Kochtopf hast du. Was dir noch fehlt, habe ich gesehen, ist ein Messbecher. Messbecher hast du noch nie. Ich weiß gar nicht, zu was du das genau brauchst, aber den musst du dir dann nochmal irgendwo holen. Naja, nehmen wir ein bisschen Stoff mit, kann nicht schaden. Schon ganz schön viel Gerümpel aufgesammelt. Hallo? Ist denn hier niemand? Doch. Guten Morgen. Zwei Schläge, bei denen haben wir mit dem Stahlspeer, haben wir da 4 oder 5 gebraucht. Pinsel hast du nur wirklich schon, das kannst du mal zerlegen. Jetzt wird langsam der Platz schon wieder knapp, ne? Die Pflastersteine kannst du mitnehmen. Ne, komm, mach mal so. Ein bisschen Ordnung muss schon sein. Oh, das nimmst du auch mit. Da zerlegst du das Blei, würde ich sagen. Das zerlegst du, das braucht nicht viel Platz. Bringt nicht viel. Die Pflastersteine nimmst du mit. So. Da ist eine Dekoriertasche, aber kein Platz. Gut, die rote Farbe, die kannst du irgendwo in irgendeinen, hier zum Beispiel, kannst du die parken. Das hast du alles und jetzt geht's hier unten durch. Da hinten sitzt einer, den kriegen wir mit Pfeil und Bogen weg. Oder ist das überhaupt einer? Ja. Jetzt haben wir hier noch 2 rote Punkte, das dürfte schaffbar sein.
Was macht denn ihr zwei alleine hier unten im Keller? Oh, schon wieder. Das kannst du hier lassen. Pfeil nimmst du wieder mit. Die Stühle, die bringen Holz. Ach, jetzt fängst du wieder an, also den Baumwollsamen brauchst du vielleicht nicht. Das könntest du verkaufen. Eisenrohre, Zement, Sand. Sand kannst du dir jederzeit holen, wenn du es brauchst. So, die Mission ist noch nie erfüllt, ich muss noch das Gebiet säubern. Das heißt, es gibt noch irgendwo jemanden. Da ist nichts dahinter. Da ist Zement, aber Zement nehme ich jetzt nicht mit. Aha, ein rotes Pünktchen. Ist aber langsam unterwegs gewesen. An den Tag ist schon wieder voll. Ach. Brauchst du einen Baumwollsamen? Nicht wirklich. Weg damit. Bretter nimmst du natürlich mit und Pflasterstein nimmst du auch mit. Gut, Zement hast du jetzt auch schon angefangen, ne? Hm. Naja. Bretter sind wichtiger, oder? Na komm. Kannst du auch nicht einfach liegen lassen, ne? Na komm. Haben die anderen dich nie bei dir wohnen lassen, dass du hier ein eigenes Bett hast? Okay, da geht's weiter runter. Noch weiter. Geht's hier weiter oder geht's da unten dann weiter? Ja, komm erstmal her. Das ist immer noch. Ah, sehr schön. Ja, wo geht's jetzt weiter? Ich will ja ungern zurücklaufen dann. Ohne Kerze. Da habe ich ja Lust, die mitzunehmen. Die Pflastersteine nimmst du mit. Da zerlegen. Messing bringt 8, was bringt denn das? 33. Ja, damit es nicht liegen lassen musst, machen wir es mal so. Und dann zerlegst du das auch noch. Wunderbar. Kerze habe ich gesagt, habe ich Lust mitzunehmen. Das Buch kennst du schon. Ja, Farbe daran kannst du drauf verzichten. Die Teile. Nimmst du erstmal mit, sortierst du später aus, wenn du merkst, dass der Platz nicht reicht. Gut. Geht's noch eine Etage tiefer, ne? Ja. Zement. Das ist auch schön gewesen. Ja, ich habe ja gesagt, Baumaterialien werden wir uns mitnehmen, wenn wir welche finden. Holz, Pflastersteine haben wir jetzt eine ganze Menge gefunden. Zement habe ich jetzt auch noch mehr. Gut.
Nadel und Faden, das bringt nichts. Stimmt, den Stoff kann ich auch noch rausschmeißen, wenn ich Platz brauche. So, 3. Hey. Oh, du bist aber schnell da. Jo. Aber es ist immer noch nicht erledigt. Es geht immer noch weiter. Da gibt es nochmal Zement und da geht's hoch. Brauchen wir jetzt Zement? Wie viel haben wir denn? 200 haben wir mitgenommen. Ja, irgendwann brauchst du es, ne? Und ehe du dann losrennst und das suchst. Irgendwie geht's da hoch. Das kannst du zerlegen. Geht's da drüben weiter? Mhm. Ist hier jemand? Hallo? Da steht jemand? Nee. Das sollst du nehmen. Toller Schuss. Hast du meinen Pfeil noch? Nö. Hast du einfach behalten. Ach, da hinten also. Oder sie. Blutbeutel. Okay. Hier ist nichts. Gut, da geht's dann hoch. Und da ist auch schon der gelbe Questmarker, das heißt. Oh, war eine Spinde, hab ich übersehen. Ach, die waren offen. Der gelbe Questmarker, das heißt, da oben ist dann die letzte Welle. Das hast du. 52, 52. Ja, egal, brauchst du nie. Klingt das gerade nach einem Zombie? Das muss es ja draußen sein. Eine Dusche im Keller. Dann muss es ja draußen sein, denn hier drin dürfte mich aktuell nichts überraschen können. Okay. Ja, die Säure lässt du nun wirklich nie liegen. Und zumal es gleich 2 waren. Da drüben ist dann der Rest. Ja, man merkt schon, die Tier 3 Mission, die dauert deutlich länger. Doch, doch, irgendwo ist da jemand. Kaffee. Wie geht's dir eigentlich? Hunger, Durst? Passt.
So, warum habe ich ein schlechtes Gefühl da drüben? So. Oh. Deshalb habe ich ein schlechtes Gefühl. Kannst du vielleicht ein paar Sachen gleich mal so erledigen? Den kriegst du mit der Keule hin. Wenn du die Keule nimmst, wenn du die Keule nicht nimmst, kriegst du nicht mit der Keule hin. Aber die sind ja schön langsam, die Kollegen. Jetzt bist du hungrig, okay. Und du hast dich festgehangen. Ein Level up. Und jetzt haben wir die Mission voll. Dann mache ich mir nochmal hier eine Leiter. Ne, halt. So. So, irgendwo wird gleich jemand durchbrechen. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch, wenn du mir sagen würdest, wo du bist, da könnte ich mich um dich kümmern. Gut. Pflastersteine nehme ich mit, Zement lasse ich jetzt liegen. Naja, gut. Kannst du nicht dran vorbeigehen, ne? Wenn das Zeug einmal rumliegt, das wäre ja Verschwendung. Was liegt hier noch? Nichts weiter. Gut. Und dort ist nämlich meine Belohnung. Hier liegt auch noch Pflasterstein rum. Wie viel haben wir da jetzt eigentlich? 200, okay. Ich gucke erstmal, dass du die Nahrung da oben irgendwie bekommst. Da hast du ja keinen Platz mehr. Komm hier. Aber wo Nahrung, du hast doch Hunger gehabt. So. Achso, gibt's hier drüben noch was? Denn dann müsste ich ja wahrscheinlich in der Mitte hoch, wenn da schon mehr so eine Leiter angezeigt wird. Auch nochmal Zement und Ziegel. Also Pflastersteine. Ach ja, auch Pflastersteine. So, die Truhe ist verschlossen. Und ansonsten gibt es ja drei Kisten. Da mache ich zuerst die Kisten auf und dann kann ich mir überlegen, ob ich noch ein bisschen ein paar Dietriche opfere. Bloß, ich habe jetzt schon kaum Platz für alles. Die Teile, die Schalter nehme ich auf jeden Fall mit. Da verzichte ich da drauf. Den Ölschiefer sollte ich mitnehmen, wobei ich mir den auch jederzeit herstellen kann. Da zerlege ich das. Und hier hast du nochmal ein Motorwerkzeugteil. Was war das? Auch Motorwerkzeugteile, die nehmen wir natürlich jetzt mit, wenn es zu viel ist. Das kannst du zerlegen, das. Was war hier noch drin? Stahlschlag. Stahlvorschlaghammerteile. Nö. Gut, und dann ist nämlich die Frage, machen wir die überhaupt auf oder die Zeit ist längst rum. Schauen wir mal, ob von. Ne, das war nichts. Wie viele Dietriche hast du eigentlich? Sehr gut.
zwei Dietrische, das ist vertretbar. Oh, das Steak mit Kartoffeln, das Rezept hattest du noch nicht. Das kannst du gerade nicht mitnehmen, aber benutzt das, kriegst du wenigstens noch XP. Dafür hast du keinen Platz, dafür auch nie und dafür auch nie. Das ist aber überschaubar vom Preis. Und ich habe wieder nichts, was ich übrig lassen möchte. Das Bier. Brauchst du das Bier? Kannst du das Bier da lassen? Kannst du stattdessen die Dinger nehmen? Achso, die Munition. Nee. Moment. Zuerst die Munition. Was ist das? 84? Dann machen wir es so. Tauschen wir. Gut, passt. Nicht länger drüber nachdenken, sonst kommen wir hier nie weg. Okay, hast dich gut angestellt. Ich bin stolz auf dich. Es sind noch mehr Kisten. Oh Gott. Öl kannst du nur auch schlecht stehen lassen. Man brauchst du eigentlich auch immer wieder. Da ist noch Munition. Da drüben sind noch Pflastersteine. Was lässt du für Öl hier? Ne, das nie. Öl. Elektroverkabelungswerkzeug, hast du das schon? Jetzt mal Hand aufs Herz, hast du das Elektroverkabelungswerkzeug schon? Denn wenn du das nicht hast, musst du es mitnehmen. Verbunden mit der Frage, was du stattdessen hier lässt. Gar nichts. Naja, komm, dann machen wir es so. Ne, das war nicht der Plan. Heb das mal wieder auf. Ist es mal. Und dann nimmst du. Achso, du hast jetzt eine Dose hier drin. Ja, okay. Gut. Ja, kannst du aufmachen, da kommst du raus und kannst dich dann mit dem netten Kollegen da draußen, der schon die ganze Zeit versucht reinzukommen, kannst du dich schon mit dem auseinandersetzen. Aber das nimmst du vorher noch mit. So, und jetzt hast du einmal hier. Und einmal dort. Die Stahltür. Und das ist. Gut. Ja, ich denke, das war doch eine ganz erfolgreiche Tour. Dann fahren wir noch zusammen zurück zum Händler. Gucken uns an, was es als Belohnung gibt. Und hoch, boah. Und dann geht's morgen weiter mit der Überlegung, ob wir eine Nachtmission machen, weiß ich nicht. Oder ob wir lieber noch ein bisschen die neu gewonnenen Baumaterialien einsetzen und noch ein bisschen was an der Basis machen. Denn wie gesagt, ich muss ja jetzt so langsam Platz machen, dass ich auch Werkbank und Chemietisch aufbauen kann und so einen ganzen Kram. Ja. In die Kirche wollte ich mal reingehen. Die können wir vielleicht mal ohne Mission machen. Weil das, glaube ich, Tier 2 ist. Und Tier 2 Missionen werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht bekommen. Wenn ich Tier 3 Missionen annehme, ist klar. Die Kiste, da haben wir einen Platz. Wir brauchen aber zwei Plätze für das Fahrrad. Kannst du eigentlich mal im Moped lassen. Na gut, jetzt reicht es wieder nicht. Ach. Was machst du denn heute? So, dass wir auf jeden Fall genug Platz haben für die Belohnungen. Denn wir kriegen ja zwei Belohnungen jetzt neuerdings. Den Skill haben wir ja gelernt. Habe ich nicht schon wieder ein Level abgekriegt? Make it snappy. I gotta take a crap. Was hast du denn?
Eine Magnum, nicht schlecht. Bierrezept, auch nicht schlecht. Brauche ich eine Halbautomatik-Mod, das könnte man hier reinbauen, aber da haben wir noch nicht genug Platz. Und die 9mm Munition, die nehmen wir auf jeden Fall. Eine Magnum nimmst du ja eh nie. Vitamine habe ich schon genug, nimmst du mal das. Ja, gut. Habe ich was, was ich dir unbedingt verkaufen will? Ja. War das alles? Ach, die Dinger noch. Gut. Guckt, wir haben schon wieder 5800 und haben uns das Motorrad gekauft. Das läuft doch. Das kannst du alles gebrauchen. Ja. Halt. Das da hoch und das kannst du dir da runterlegen. Wobei, das kommt eh in den Schrank. Gut. Tschitschin! Thanks, buddy. Am Tag 19 gibt es neue Ware. Like you. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss. Wir überlegen uns morgen, was wir machen. Bis dahin. Und ich bedanke mich fürs Zusehen.